Herzlich willkommen zu Episode Nummer 75 von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, haben wir heute René als Podcast-Gast und es soll um das Thema Erfahrungen als Transmann im Kraftsport gehen. Das bedeutet auch, dass Themen wie Transphobie angesprochen werden. Dementsprechend hier eine kleine Triggerwarnung an der Stelle, denn es wird natürlich wieder um sehr persönliche Erfahrungen von René gehen und das kann natürlich auch ein bisschen an die Substanz gehen. Deshalb, wie gesagt, an der Stelle eine Triggerwarnung. Für alle, die betroffen sind, für Transpersonen, die mit diesem Thema strugglen, haben wir am Ende auch wieder ein paar Resources ausgesprochen. Also diese sind wie immer in der Infobox bzw. in den Shownotes verlinkt. An der Stelle wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören, viel Spaß mit der heutigen Episode und bitte bleibt in den Kommentaren respektvoll. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Fierce Female Lifting Podcast. Wir sind heute wieder zu dritt. Wir haben einen Gast wieder am Start. Melanie ist natürlich auch wieder dabei. Danke. Herzlich willkommen, René. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr cool, sehr cool. Ich wird eine ultra spannende Folge, glaube ich. Und vorweg, vielen, vielen Dank, dass du da einfach quasi auch sehr offen mit uns über das Thema reden wirst und alles. Sehr gerne. Ich bin schon sehr gespannt und wird gut werden. Bin ein bisschen nervös. Ich auch. Aber damit die Leute jetzt wissen, um was es geht, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier quasi? Ja, passt. Okay, ich heiße René. Ich mache Krafttraining, trainiere seit ca. 2017, also bin eigentlich seit kurzem erst Krafttrainierender und bin eigentlich so nah ans Powerlifting gekommen, also mir gefällt das Powerlifting am allermeisten, aber ich kann nicht wirklich an Wettkämpfen teilnehmen, weil ich Transgender bin. Genau, und das ist meine Geschichte. Genau. Deswegen bist du ja eigentlich jetzt quasi hier, weil wir einfach deine Geschichte extrem spannend finden und wir quasi alle das gemeinsam haben, dass eben das Krafttraining und unter anderem auch, dass du ja auch eben das Gym ja auch trainiert hast und von daher, wir haben gerade vorher kurz geredet, irgendwie hat man sich ja immer gesehen im Gym und dass wir da halt auch eine gewisse Gemeinsamkeit haben. Das heißt, René, du warst eigentlich eine Frau. Wenn man das jetzt so sagen kann. Ich habe wahrscheinlich das erste Fettnäpfchen schon erwischt. Es ist voll okay und ich finde es wichtig, dass man in solche Fettnäpfchen tritt, weil dann kann man sich ja ausbessern und dann kann man ja reden, woher das kommt und wie man es besser sagen soll und so. Mhm. Genau, also quasi richtiger wäre es zu sagen, mir wurde bei der Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen und ein Mann oder halt in meinem Fall eine nicht-binäre Person war ich schon immer. Deswegen sollte man eben nicht sagen, so ich war was auch immer, eine Frau in meinem Fall. Aber ja, genau, ich wurde mit weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren und deswegen wurde mir das Geschlecht weiblich zugewiesen. Und vor 2 Jahren jetzt circa habe ich angefangen, eine Hormontherapie anzufragen. Und also den ganzen Prozess zu starten, um das überhaupt anfangen zu können. Und vor circa 1,5 Jahren habe ich dann auch angefangen und ja, genau. Mhm. Bevor man jetzt da auf dieses, also danke übrigens auch von meiner Stelle, dass du da bist, dass ich das auch nochmal ganz kurz sagen kann. Bevor man jetzt da vielleicht schon zu weit reingreifen, wir wollen ja voll auf das Thema schon danach noch ein bisschen eingehen, auch so mit Hormonen, wie kommt man zu dem, wie ist so dieser ganze Prozess und so weiter. Aber da vielleicht nochmal so diesen Step zurück. Wir haben ja mit Sira schon eine Episode aufgenommen, wo wir so diese Basics ein bisschen abgedeckt haben, was so die Begrifflichkeiten angeht. Mhm. Und du hast ja jetzt selbst auch gesagt in der Einleitung, dass du Transgender bist. Jetzt einfach nochmal so für uns zum Verständnis und auch nochmal für die ZuhörerInnen zum Verständnis. Was genau ist da jetzt nochmal der Unterschied? Oder würdest du selber sagen, du bist auch transsexuell? Beziehungsweise was wäre dann der Unterschied, dass du das sagen würdest? Oder ist das dann, weil du da eigentlich schon hormonell dabei warst, sag mal? Voll gut, dass du das sagst. Das Wort Transsexualität ist eigentlich ein extrem veralteter Begriff.
und sollte eigentlich gar nicht mehr verwendet werden. Also der richtige Begriff ist eigentlich Transidentität oder eben transgeschlechtlich, Transgender. Mhm. Ich denke, es sollte jetzt irgendwann auch geändert werden in dem, ich glaube ICD-10 heißt das, dieses Ding. Das Buch für Krankheiten. So genau, genau. Also für nicht Krankheiten, aber halt Symptomatiken und es gilt eigentlich als psychische Störung, trans zu sein. Und das ist natürlich nicht richtig. Mhm. Deswegen wird das Ganze überarbeitet und sollte auch nicht mehr Transsexualität heißen, sondern eben Transidentität. Okay. Genau, weil eine Sexualität ist ja, hat ja nichts mit der Identität zu tun. Also welche Sexualität, sexuelle Orientierung ich habe, ist eigentlich komplett irrelevant. Hat ja, nichts voll. Damit zu tun. Genau. Ja. Aber voll gut, dass du das eben angesprochen hast, weil das wissen halt auch viele Ärzte, Ärztinnen nicht. Genau. Also ich hätte es auch nicht gewusst, von dem her ist es jetzt schon mal das erste Learning draus. Das heißt also, richtiges Wort in dem Fall ist jetzt Transgender, unabhängig davon, ob man jetzt geschlechtsumwandelnde Maßnahmen auch hat oder macht oder Also ist genau. es abhängig voneinander oder ist es abhängig voneinander, sagen wir mal so, oder gibt es da noch was Eigenes? Nein, also genau, das ist mal gleich einmal das Nächste. Geschlechtsumwandlung ist es auch nicht wirklich, sondern Geschlechtsangleichung. Stimmt, das hat Sire sogar, glaub ich, auch so formuliert. Mhm. Ja. Voll. Genau, weil quasi... Du gleichst es deine Identität an. Genau, Umwandlung klingt halt ein bisschen so wie, ich bin der Zauberer und... klingt ein bisschen komisch, genau. Ja. Und es ist eigentlich Angleichung. Ja, es klingt alles ziemlich kompliziert am Anfang, aber im Endeffekt, glaube ich, wenn man einmal drinnen ist, kommt man wirklich ganz gut ins Rollen und denkt sich dann immer so, ja, voll, eigentlich stimmt eigentlich, ja. Also es ist wirklich gar kein Problem. Und du hast gefragt eben, hat's irgendwas, ist es wurscht, was man für Maßnahmen unternimmt oder nicht. Es ist komplett wurscht. Also du kannst trans sein, ohne irgendwas zu machen. Also du, Melanie, könntest zum Beispiel morgen hergehen und sagen, ich bin ein Mann und jeder hätte dich eigentlich so anzusprechen, wie du es möchtest. Also es hat nichts damit zu tun, wie du ausschaust, nichts damit zu tun, was du unternimmst oder nicht unternimmst. Du bist dann als dieses wahrzunehmen und anzusprechen. Mhm. Genau. Du hast auch gesagt, quasi du hast dich ja selber auch als binäre Person quasi ja gesehen auch. Oder genau. Kannst du das vielleicht noch einmal genauer erklären, was genau darunter zu verstehen ist? Oder wie auch vielleicht auch ein bisschen so diesen Prozess für dich, dass du dich dann quasi entschieden hast, dass du da jetzt... ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass ich jetzt wieder irgendwas Falsches sage. Hau raus. Ja, wahrscheinlich Outing, oder? Also eigentlich so dieser Prozess vom Outing, wie es zu dem gekommen ist vielleicht auch. Also ist es das, was du meinst, Petra? Oder? Ja, oder halt auch, ich meine, das ist ja, wenn wir halt geboren werden und eben das Geschlecht weiblich quasi zugeordnet worden ist, wie war das für dich in der Jugend oder halt als Kind? Wo war das dann quasi der Entschluss, dann da, okay, es ist nicht nur ein komisches Gefühl, sondern es ist halt wirklich so. Weil ich weiß, dass, also ich meine, kann man ursprünglich vergleichen, aber gerade so Rollen in unserer Gesellschaft sind ja extrem stark auch in uns manifestiert. Und zum Beispiel halt auch, wenn eine Frau sich gegen einen Kinderwunsch entscheidet, ist es ja auch mit einer gewissen, gegen eine Rolle sich zu entscheiden. Und da ist schon noch ein sehr starker innerer Kampf vorhanden. Ja? Und das ist halt natürlich, wenn man eigentlich als Mädchen aufgezogen wird, sicherlich auch nicht so einfach. Ja, voll. Also ich würde jetzt nicht behaupten, so dass ich der klassische Fall bin, weil es viele, viele Menschen gibt, die schon in Teenagerjahren es einfach wissen und wissen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt oder keine Ahnung. Das ist, glaube ich, so dieses Bild, was man hat. Das war bei mir gar nicht so. Ich war eher so durch meine familiären
sozialen Verhältnisse eher so, ja, ich muss es allen anderen einfach recht machen und ich lasse das gar nicht zu, nachzudenken, was ich überhaupt will und so. Deswegen hat es für mich extrem lang gedauert, überhaupt drüber nachzudenken. Ich meine, ich bin jetzt eben fast 26 und habe erst vor 1,5 Jahren mit dem Ganzen begonnen. Ich habe erst mit 23 begonnen, überhaupt irgendwas über mich nachzudenken, also relativ spät. Ja, die gesellschaftlichen Rollenbilder sind natürlich etwas, womit ich extrem struggle, weil ich ja nicht nur transmaskulin bin, also nach außen werde ich natürlich als männlich gelesen jetzt, aber eigentlich bin ich nicht binär. Das heißt, eigentlich möchte ich gar nichts von diesen Rollen haben. Also ich möchte weder diese weiblichen klassischen Rollenbilder haben, noch möchte ich irgendwie diese männlichen Rollenbilder haben. So, es ist ein bisschen kompliziert. Und etwas, was auch viele Leute verwirrt, ist, dass ich jetzt eben die Pronomen er, ihm verwende. Es ist einfach, weil es im Deutschen nichts Besseres gibt zum Beispiel und es gibt auch nichts, was mir besser gefällt. Aber Pronomen haben auch, ich weiß nicht, ich glaube, das habt ihr mit Sira auch besprochen gehabt, auch sehr wenig zu tun mit dem eigentlichen Geschlecht. Also es ist eigentlich total egal, welche Pronomen man verwendet. Aber ja, ich sträube mich eigentlich gegen alles, was so von der Gesellschaft irgendwie vorgegeben ist, was man tun soll und so. Ich habe beide Seiten kennengelernt. Also ich habe wirklich die Seite der Frau kennengelernt und des Struggles, den ihr wahrscheinlich tagtäglich auch habt, so Frauen dürfen nicht muskulös sein und Frauen dürfen nicht dies und jenes machen. Und jetzt habe ich den Struggle so, ja, Männer dürfen kein Make-up tragen und Männer dürfen sich nicht so und so kleiden, dürfen keine Schwäche zeigen und solche Männer Sachen. Männer dürfen nicht weinen. Genau, genau. Mhm. Also das, damit kann ich halt gar nichts anfangen. Ja, und das war auch für mich irgendwie so schwierig, dann zu sagen, okay, mache ich jetzt eine Hormontherapie oder was ist es jetzt eigentlich? Also wenn ich eh nicht binär bin quasi, so brauche ich das dann überhaupt? Und dann bin ich einfach draufgekommen, so, das sind auch zwei komplett unterschiedliche Dinge, so wie ich gelesen werde von Menschen von außen, wie ich wahrgenommen werde, muss auch nicht mit meinem Geschlecht übereinstimmen und so weiter. Also es sind eigentlich ganz viele, klingt alles sehr, sehr, sehr kompliziert. aber im Endeffekt, wenn man sich, glaube ich, von diesen ganzen Vorstellungen löst, männlich, weiblich, dann macht alles viel mehr Sinn. Ja. Ja, voll. Es ist schon zum so blöd gesagt, zum Mitkommen sehr challenging. Also, dass man halt dann kommt, ja. Okay, weil man ordnet halt automatisch immer sofort irgendwie so oder halt so ein irgendwie. Und von diesem Denken so ein bisschen wegzukommen, ist schon super, super tricky. Was mich jetzt noch ein bisschen interessieren würde, ist, Edis, du hast gesagt, du hast eigentlich relativ spät erst Gedanken oder begonnen, dir über das Gedanken zu machen. Würdest du sagen, dass jetzt zum Beispiel in deiner Jugendzeit, so 16, 17, 18 oder so, dass war immer irgend so ein Unwohlsein oder irgend sowas jetzt da, wo du einfach nur gemerkt hast, irgendwas irgendwie trotzdem, oder war irgend so ein auslösendes Ereignis, wo du dann gesagt hast, so mit diesem Alter, keine Ahnung, du hast irgendeine Person kennengelernt, die dir über das was erzählt hat, oder was bis dann ins Denken gekommen, oder wie, es ist halt so schwer zum Vorstellen, irgendwie, weil man eben nur dieses typische Bild kennt von, jemand wird als Mädchen aufgezogen und hat aber immer schon irgendwie anders sich verhalten oder so. Und darum würde es mich noch genau interessieren, wie das jetzt genau bei dir war. Ja, genau. Also ich habe schon eine Person gekannt. Es war immer so in mir so das Gefühl, so, nein, er war halt immer so dieses schwierigere Kind. Und ich dachte mir dann immer so, nein, so das kann ich nicht machen. Ich muss brav sein quasi. Ich muss es allen recht machen. Und deswegen ist es gar nicht so in meinen Kopf gekommen. Aber natürlich bin ich immer extrem aufgefallen. Also ich wurde immer irgendwie als Lesbe oder als Mannsweib oder sowas betitelt. Natürlich ist das schon passiert, aber genau diese Ereignisse haben mich eigentlich immer noch weiter ins Closet gedrängt eigentlich. Also es war eigentlich
je mehr ich negatives Feedback bekommen habe, desto mehr bin ich eigentlich weiter da rein versunken, dass ich es eben nicht machen kann und nicht machen will. Und aber wenn man sich jetzt zum Beispiel Fotos von mir anschaut, dann denkt man sich auch so, ja, eigentlich war das schon ziemlich klar. Ja, ich habe zum Beispiel immer kurze Haare gehabt. Ich habe immer eher androgyne Kleidung gehabt. Was aber auch nichts heißen soll, weil es gibt Menschen, die zum Beispiel in ihrer Jugend, also die Transmänner sind, aber zum Beispiel in ihrer Jugend extrem viel Kleider getragen haben und lange Haare gehabt haben und das voll gern gehabt haben, auch weiblich auszusehen und sich weiblich zu geben und so. Also es hat wirklich nichts damit zu tun. Super spannend. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, weil du hast gesagt, du hast mit 22, 23 dann quasi gemerkt, dass du da diesen anderen Weg einschlagen möchtest. Mhm. Das war ja fast zeitgleich damit, wo du mit dem Krafttraining angefangen hast. Ja. Oder ist das Krafttraining dann dazugekommen, weil du diesen Weg einschlagen wolltest? Nein, das Krafttraining hat vorher begonnen. Mhm. Ich habe es eigentlich angefangen, um quasi ein bisschen zu meinem Alltag zu entfliehen. Und habe dann einfach gemerkt, so, okay, mit meinem Körper tut sich was. Okay, wow, ich krieg Muskeln. Okay, wow, cool. Und dann dachte ich mir so langsam, okay, will ich eigentlich nur eine muskulöse Frau sein oder bin ich tatsächlich trans? Und das war so ein bisschen schwierig zu erkennen bei mir. Aber it was never enough. Es war einfach immer so, that's not it. Das passt einfach nicht. So, ich weiß es nicht. Und jetzt fühlt sich's halt einfach so an, als würde es passen. Obwohl ich zum Beispiel gerade, wie wir vorher leider besprochen haben, gerade gar nicht zum Trainieren komme. Und deswegen leider auch nicht so muskulös bin wie sonst. Aber es passt einfach. Das ist irgendwie so die Bestätigung, die Antwort auf meine damaligen Fragen. So, will ich nur eine muskulöse Frau sein oder bin ich tatsächlich trans? Mhm, voll interessant. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, weil ihr eben vorher noch so gefragt habt über Jugend und so weiter. Ich denke, es ist ganz interessant auch zu erwähnen, dass es verschiedene Arten von Dysphorie gibt, also verschiedene Arten von sich nicht wohlfühlen. Und zwar gibt es da dieses klassische, wenn Menschen sagen, jemand ist im falschen Körper geboren, was übrigens auch nicht, also man sollte es auch nicht wirklich sagen, weil es trifft eben nicht immer zu. Das ist dieses Klassische, so jemand mag den eigenen Körper nicht. Oder gesellschaftlich, dass man eben merkt, okay, die Gesellschaft nimmt mich als XY wahr, aber das passt mir einfach nicht, das möchte ich einfach nicht. Und dann gibt es noch ein drittes, ich glaube auf Englisch heißt das irgendwie Mind Dysphoria oder so, dass man einfach im Kopf weiß, okay, nein, ich bin eigentlich ein Typ oder nein, ich bin eigentlich nicht binär oder solche Sachen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. Na, macht schon Sinn. Macht schon durchaus Sinn. Wir haben jetzt über das Thema geschlechtsangleichende Maßnahmen ja jetzt schon ein bisschen gesprochen. Ich glaube, das wäre ganz cool, da vielleicht jetzt noch ein bisschen anzusetzen, was da jetzt so dazugehört. Du hast ja eh schon gesagt, das ist absolut nicht notwendig. Es ist jetzt nicht so, dass man das machen muss und so weiter. Das ist ganz klar. Also man ist jetzt nicht weniger Transmann oder Transfrau, nur wenn man diese Maßnahmen jetzt nicht macht oder sich dagegen entscheidet, weil das ist natürlich ja schon ein großer Eingriff jetzt auch, gerade was Operationen und so betrifft. Aber so wie ich es jetzt mitbekommen habe, hast du dich dafür entschieden. Das war wahrscheinlich das Erste, was du mal, also war das Testosteron oder die Hormone dann generell so das Erste oder war da schon irgendwas davor oder womit fängt man an, ist jetzt vielleicht so die blöde Frage, weil das wird sicher auch immer anders sein, aber wie war das bei dir jetzt zum Beispiel? Es ist eine gute Frage, weil ich glaube, in Österreich ist es sogar vielleicht nicht ein Muss, aber es ist schon sehr schwierig, etwas anderes vor Hormonen zu machen. Also es gibt zum Beispiel eben nicht-binäre Menschen, die zum Beispiel nur eine Mastektomie wollen, also eben die Brustentfernung. Und es ist schwierig für sie, diese zu bekommen, weil du dafür einen Befund brauchst, wo drauf steht, dass du trans bist. Und den bekommst du sehr schwierig, wenn du dich nicht eindeutig als Transmann oder Transfrau äußerst. Also
nicht binär zu sein, gilt quasi nicht. Also das ist etwas nicht Offizielles, das gibt es noch nicht. Genau, also es reicht nicht. Du musst quasi trans sein. Und ich denke eben, also bei mir war das allererste natürlich das Testosteron. Wie du schon gesagt hast, so, es muss gar nichts sein, absolut nicht, weil es kommen dann oft auch so Fragen, so wann hast du die OP? Und viele Menschen haben das einfach gar nicht. Also das ist einfach komplett irrelevant, weil das macht dich eben auch nicht mehr oder weniger zu Mann oder Frau. Ich habe das so gemacht, dass ich jetzt einmal eben das Testosteron nehme und hoffentlich bald eine Mastektomie habe. Die Sachen sind mir wichtig und weiteres wird noch geschaut. Es gibt in Österreich auch die Möglichkeit, eben Bottom Surgery zu machen. Also da gibt es zwei verschiedene Arten bei Trans-Männern. Bei Trans-Frauen kenne ich mich leider nicht aus. Aber es sind auf jeden Fall große Eingriffe, die in Österreich zum Glück von der Krankenkasse übernommen werden mit den richtigen Befunden. Und eine Hysterektomie gibt es dann auch noch. Das heißt, die Entfernung der Gebärmutter und der Eierstöcke. Ich glaube, man kann die Eierstöcke drinnen lassen, aber ich denke, der Großteil der Leute nehmen gleich alles raus. Und das wird auch von der Krankenkasse übernommen. Also ja, alles wird eigentlich von der Krankenkasse übernommen. Eigentlich finde ich es gerade ziemlich krass, dass man ganz easy eine Brustvergrößerung haben kann, aber nicht das Gegenteil. Wobei die Brustvergrößerung musst du, glaube ich, selber zahlen, oder? Ja, ist klar, musst du selber zahlen. Ja, genau. Ja. Also ich denke, die Brustverkleinerung bzw. Entfernung würde man auch easy bekommen, wenn man es selbst zahlt, aber eben, wenn man es durch die Krankenkasse machen möchte, braucht man Befunde. Und zwar, also fürs Testosteron braucht man 3 von einem Psychotherapeuten, Psychiater und Psychologen. Für die Brustentfernung braucht man 2 von einem Psychotherapeuten oder Psychologen und Psychiater. Genau. Das ist irgendwie schon, also ich habe es zwar gewusst, dass es so ist, aber es ist schon echt crazy. Es ist echt crazy. Muss man mit vielen Leuten reden. Ja, und man muss immer dieselbe Geschichte erzählen und man muss glaubhaft machen, dass man halt wirklich trans ist und man wird 10-mal gefragt und man kriegt 10-mal die Frage so, aber sie wissen schon, sie können dann keine Kinder mehr kriegen. Und ich so, ja, that's kind of the point. Okay. Ja. Es ist jetzt natürlich im Nachhinein wahrscheinlich lustig, so drüber zu lachen. Währenddessen ist halt sicher nicht ganz so. Wolltest du eine Frage stellen? Ja, quasi das Testo. Mhm. Ist es, weil wir halt ja auch Bodybuilding sehen und sowas, natürlich ja Testo ja dann auch irgendwie auch einfach immer wieder in Berührung kommen. Kann man das schon damit vergleichen, quasi was man Testo bei Enhanced-Athleten dann verwendet? Also die Präparate sind von dem, was ich weiß, dieselben. Die Dosierung ist natürlich anders. Also Enhanced-Athleten sind nicht vergleichbar. Also meine Testosteronwerte kommen an die Werte eines Cis-Mannes, also eines Menschen, der ihm bei der Geburt männlich zugewiesen wurde und der männlich ist, die Werte kommen auf mich zu. Also meine Werte sind nicht irgendwie unglaublich hoch oder so, sind komplett normal. Okay, das heißt, du fügst bei weitem nicht so viel zu, wie er zum Beispiel an Enhanced nehmen würde. Genau, absolut nicht. Okay, aber mehr als eine Frau, die Enhanced gehen würde. Eine Frau, die Enhanced gehen würde, nimmt ja kein Testosteron im Normalfall. Die nimmt anderes an. Aber das ist ein eigenes Thema. Es gibt schon auch Leute, die Testo nehmen, aber nehmen halt dann so 2-3 Milligramm oder sowas. Ja. Da müsste ich nachschauen. Aber ich kenne natürlich die Blutwerte, wie sie sein sollten. Und bei einem Mann in meinem Alter, bei einem Cis-Mann in meinem Alter, sind sie genau gleich wie meine halt. Also komplett normal quasi.
Was mich interessieren würde, ich habe ja dadurch, dass der Chris, also mein Freund, ja selbst eine Testosteronersatztherapie machen musste, weil er als Cis-Mann ja immer zu geringe Testosteronwerte hatte, habe ich ein bisschen einen Einblick in das, wie das so funktioniert und wie bei ihm so, also bei ihm so dieser Prozess auch war, an dieses Testosteron zu kommen und so weiter. Und es ist halt, also es ist ja auch jetzt für einen Cis-Mann extrem schwierig, an Testosteron zu kommen, wenn er Testosteronersatztherapie braucht. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das ist jetzt vielleicht eine sehr praktische Frage und vielleicht auch nur persönliches Interesse. Ich habe keine Ahnung, ob das unsere ZuhörerInnen interessiert. Ja, für Christen, ganz schön. Nein, das ist jetzt nicht so, also nicht so, wie man an das kommt, sondern Asking for a friend. Na, aber was mich interessieren würde, ist einfach, in welcher Form du das Testosteron zuführst. Also ob du das in Form von Injektionen machst oder es gibt ja auch so Testosteron-Gele beziehungsweise eben ja auch andere Dinge, die man irgendwie, keine Ahnung, auf verschiedenste Art und Weise sich zuführen kann. Wie ist das bei dir? Oder also, sind es bei dir Injektionen oder ist es was anderes? Genau, also für die ZuhörerInnen, die es interessiert, es gibt 3 verschiedene Arten, soweit ich weiß, von Testosteron. Von Östrogen gibt es, glaube ich, auch noch Tabletten, aber bei Testosteron nicht. Jedenfalls gibt es Spritze, Gel und Creme. In Österreich gibt es, soweit ich weiß, nur die 3-Monats-Spritze. Das ist eine ziemlich heftige, große Spritze. Ich meine, man nimmt sie alle 2-3 Monate, deswegen ist es halt klar. Und ich glaube, in Amerika gibt es noch die wöchentlichen Spritzen, die man sich auch selber spritzen kann, aber die es bei uns gibt, kann man sich halt nicht selber spritzen, also das muss ein Arzt machen. Die habe ich am Anfang genommen, fand sie aber nicht so ideal, weil ich erstens mal immer gemerkt habe, wann es quasi zu Ende geht. Also man hat ziemliche Hochs und Tiefs. Ich habe dann immer schon gemerkt, so gegen Ende, ich habe angefangen zum Schwitzen, ich habe Pickel bekommen, ich hatte immer Angst, dass meine Periode wieder kommt, hatte echt keine Lust drauf. Das heißt, ich habe mich dann einfach, und dann natürlich hat die Pandemie begonnen, das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, die Pandemie hat begonnen und ich hatte einfach Angst, dass die Ärztin, die es mir immer gibt, einfach zu hat und sie es mir nicht geben kann. Und das wäre natürlich dann nicht für meinen Körper halt ziemlich blöd, weil plötzlich das Testosteron weg ist. Und deswegen habe ich auf Gel umgeswitcht und Gel trage ich jetzt täglich auf und das ist einfach viel besser. Also das kann man viel besser dosieren und das kann man halt auch viel besser kontrollieren, weil wenn du die Spritze erst einmal drinnen hast, ja, dann hast du es drinnen, kannst du mal rausnehmen. Aber das Gel hast du halt wirklich täglich und diese Schwankungen sind auch nicht so extrem. Also es ist wirklich voll angenehm. Mit dem kommst du jetzt gut raus. Komme ich voll gut klar, ja. Gut. Und es gibt eben noch Creme, aber mit dem habe ich keine Erfahrung. Ich schätze, das funktioniert ziemlich ähnlich wie das Gel. Okay. Ja. Bitte. Und jetzt, als du dann quasi angefangen hast mit der Kur, oder ich weiß nicht, Kur ist wahrscheinlich jetzt der falsche Ausdruck, Kur sagt man ja eher bei Enhanced-Athleten. Okay. Also mit der Hormontherapie, oder ist das korrekter? Genau, ja. Okay. I don't know, das weiß ich nicht, keine Ahnung, ich will es nicht sagen. Hast du schon im Training wahrscheinlich einen krassen Unterschied gespürt, oder? Ja, aber nicht so krass, wie ich es mir erhofft hätte. Wirklich nicht? Ja, ich war so, oh, jetzt bin ich Viech, ja, nein, leider nicht. Ich habe schon gemerkt, dass ich bin ziemlich schwach in der Brust. Das hat mich schon gefreut, dass ich quasi dann das Gefühl hatte, okay, ich muss nicht mit 0,5 oder 1,25 Scheiben steigern, so ich kann auch einmal mit einer 2,5 Scheibe steigern, ich war so, yes. aber es hat auch nicht so lange angehalten. Irgendwann mal war dann auch das Limit und dann war es halt wieder, ja. Ich bin genauso zart wie vorher. Genauso zart wie vorher, ja. Ich bin schon ein bisschen stärker geworden, zum Beispiel bei Squats, lange, lange ohne Testosteron nicht über 70 Kilo gekommen, war super frustrierend. Und dann auf Testo habe ich es bis 100 Kilo Squats geschafft. Das war schon so für mich. Das ist schon ordentlich aus. Schon ein Anstieg. Fand ich schon ziemlich cool, ja. Und bei Deadlifts war ich auch immer so, habe so ein bisschen bei den 90, 95 Kilo herumgetan. Und dann mit Testo war ich dann bei 125. Also war ganz nett. Aber dann hat natürlich Pandemie angefangen. Und dann konnte ich nicht mehr weitermachen. Also ja, es wäre auf jeden Fall weitergegangen, aber ja,
voll. Ich weiß es jetzt nicht. Zum Thema, also weil es jetzt gerade zu diesem Thema noch gut passt, bevor wir zum nächsten dann bald irgendwann mal übergehen. Also im PED-Bereich, beziehungsweise eben im Enhanced Bodybuilding ist es ja meistens so, oder ist es eigentlich immer so, dass du ja neben Testosteron noch irgendwelche anderen Dinge zuführst, weil du ja die Testosteron-Level in solche Höhen bringst, dass natürlich beispielsweise eben im Körper so gewisse, sag ich mal, Disbalancen oder sowas entstehen. Und das musst du ja mit anderen Compounds dann quasi wieder wettmachen, so quasi. Und das wird jetzt aber bei dir so gar nicht der Fall sein, oder? Weil dadurch, dass du eh in so einem normal physiologischen Bereich bist, wird das jetzt sich nicht irgendwie, also du wirst jetzt nichts zusätzlich brauchen wahrscheinlich, oder? Also ich will jetzt keine falschen Informationen verbreiten oder so, aber von dem, was ich weiß, ist es bei Testosteron so, also wenn der Körper selbst Testosteron produziert, ist es so, dass wenn man zum Beispiel Östrogen zuführt, dass das Testosteron irgendwann mal aufhört quasi, produziert zu werden oder weniger wird zumindest. Aber beim Östrogen ist es halt nicht so. Das heißt, mein Körper produziert jetzt quasi weiterhin Östrogen. Beides. Und es kann halt schon sein, dass ich so im Überschuss bin, dass es halt, also das Krebsrisiko ist dann schon erhöht, auf jeden Fall. Deswegen machen sie auch immer Tests und man muss auf jeden Fall immer noch zum Gynäkologen, zur Gynäkologin. ja, um halt zu schauen, ob alles passt und so. Aber das ändert sich dann halt alles, wenn man eine Hysterektomie macht. Und das ist auch der Grund, warum viele transmaskuline Menschen oder Menschen, die halt Testosteron nehmen, sich dann dafür entscheiden, weil halt einfach das Krebsrisiko dann weniger ist. Und halt die Effekte vom Testosteron werden dann halt nochmal verstärkt, weil das Östrogen halt doch irgendwie dann im Weg ist quasi. Ja. Und fängt dann dein Körper an, irgendwann selber Testosteron zu produzieren? Oder, also du musst dein ganzes Leben lang quasi dann das... Ja, I wish. Also vor allem, wenn dann die Hysterektomie stattgefunden hat, dann halt erst recht, weil dann produziert man gar keine Sexualhormone mehr und dann ist man darauf angewiesen. Okay. Und dann kann es halt sein, dass man, ja, also es ist dann ganz schlecht, ja. Ja, voll. Ja. Hast du noch irgendeine Frage zu dem Thema, beziehungsweise wolltest du noch irgendwas sagen dazu, weil sonst würde ich einfach zum nächsten weitergehen. Ich habe jetzt noch eine ganz dumme Frage. Bitte. Ist dein Appetit sehr stark angestiegen? Oh, also ich habe schon vorher sehr viel gegessen, aber ja, voll, also schon, doch, ich habe schon gemerkt, dass das Gute ist, jetzt geht es halt nicht direkt in Fett, sondern wird halt auch zur Muskelmasse. Nein, ich habe schon gemerkt, dass mein Kalorienbedarf gestiegen nach oben ist. Geht. Okay. Schon relativ nice, ja. Ich habe auch gemerkt, dass ich mehr Kraft habe und alles, also Kraft. Regeneration auch besser? Nicht unbedingt. Das ist nicht unbedingt eigentlich. Das ist ziemlich gleich geblieben. Das ist ja ich finde es halt urspannend, weil jetzt haben wir halt irgendwie so die Möglichkeit, wie sich halt Krafttraining für quasi eine Frau oder für einen Mann anfühlt. Voll, es ist urspannend. Da haben wir jetzt halt voll den Vergleich da. Das ist halt, es ist schon urinteressant. Es wäre echt spannend, so einfach mehr Studien dazu machen. Halt bei mir ist jetzt leider schon zu spät, weil jetzt bin ich schon auf Testo, aber halt weißt du, eben solche Maximalkrafttests bevor oder was weiß ich, irgendwie sowas, das wäre richtig spannend gewesen. Ich habe bei einer Studie mitgemacht, aber leider keine Sportstudie, sondern halt einfach so eine Stoffwechselstudie. Weiß nicht, wann die fertig ist. Das ist trotzdem auch interessant. Voll, aber es gibt einfach viel zu wenig Studien. Ich wollte gerade sagen, das ist auch so der Research, der so ein bisschen notwendig ist, vielleicht damit sich da auch noch viel verändern kann in die Richtung in Zukunft. Also, dass man halt einfach die Daten so ein bisschen hat, dass man schauen kann, okay, so ist es jetzt wirklich und dann auf Basis von dem kann man dann irgendwie im Sport oder so was verändern. Aber auf das kommen wir eh später noch zurück. Ich würde gerne bei deiner persönlichen Story bleiben, weil wir sind jetzt so quasi eigentlich mitten in dieser Transition so ein bisschen drin. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, nicht nur, was sich da so körperlich ein bisschen verändert hat, weil das haben wir ja jetzt eh schon besprochen, sondern auch, wo dann für dich so der Zeitpunkt war, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt fällt mir irgendwie beispielsweise, also jetzt wäre so der Zeitpunkt, dass ich sage, okay, jetzt muss ich schauen, in welche Umkleide ich gehe, weil vorher wirst du wahrscheinlich doch in armen Umkleide gegangen sein im Fitnessstudio, kann ich mir vorstellen, beziehungsweise, also ja, ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, weil will man überhaupt in den Männerumkleider jetzt in deinem Fall, das wirst du es gleich noch sagen. Aber das ist ja genauso auch, Entschuldigung, also auch, welche Toilette, welche
im Bad, überall halt irgendwie. Voll. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich meine, ich hoffe, ich höre jetzt meinen Hund nicht schnarchen, sonst muss ich ihn aufwecken. wo war ich jetzt? Ja, genau. Lassen wir jetzt mal außer Acht, dass ich nicht binär bin. Also sagen wir jetzt einfach mal so, ich bin ein Mann, ich gehe jetzt in die Männerumkleide und so weiter. Also genau, ich habe natürlich, bevor ich Testosteron genommen habe, war ich noch immer in der Damenumkleide. Natürlich durch meinen Haarschnitt, durch meinen Stil und alles wurde ich sehr, sehr oft darauf angesprochen und wurde teilweise rausgebeten oder ja, einfach sehr, sehr ungut. Also in den Damenumkleiden habe ich wirklich sehr, sehr ungute Erfahrungen gemacht. Es ist tatsächlich, also ich weiß auch, dass eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass sie, ich weiß nicht, ob es tatsächlich du warst oder ob es eine andere Person war, aber sie hat halt die Person nicht gekannt und hat halt sehr männliche Züge gehabt. Und sie hatte gedacht, quasi ein Tagesgast, der die Männergarderobe sucht, und sagt, hey, du suchst sicher die Männergarderobe, die ist eins weiter. Mhm. Also das hat ihr dann im Nachhinein sehr leid getan, dass sie da angesprochen hat. Genau, ja, weil im ersten Moment wollte sie ja eigentlich ja quasi nur nett sein. Genau. Ja, voll. Deswegen, also bei mir ist es einfach so, ich würde niemanden darauf ansprechen, ganz ehrlich. Und wenn ein Typ da ist, dann, ich meine, ich verstehe die Angst, aber die Angst ist halt so, vor wem haben wir wirklich Angst? Und es läuft halt darauf hinaus, dass es Cis-Männer sind. Also wir haben keine Angst vor Trans-Menschen, sondern wir haben Angst vor Cis-Männern. Und da sind sich halt viele Leute nicht im Klaren so, dass die wahren, das wahre Problem liegt halt nicht bei uns Transmenschen. Genau. Also ich wurde eben des Öfteren rausgebeten und habe dann angefangen zu reden und dann haben sie gehört, oh, die Stimme ist halt weiblich, okay, passt, Entschuldigung. War halt immer extrem unangenehm. Dann, als ich schon wusste, okay, ich fange jetzt Testo an und Testo ist ja auch so, es passiert ja nicht von heute auf morgen, dass plötzlich die Stimme tief ist, dass du plötzlich urmännlich bist oder was, passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern es dauert mindestens 5-6 Monate, bis so die ersten Organ-Changes passieren. Für alle, die es interessiert, ich habe ein Story-Highlight auf meinem Instagram-Profil, da kann man meine Transition ein bisschen mitverfolgen. Genau. Aber da habe ich gewusst, okay, ich krieg bald Testo, ich gehe jetzt einfach in die Männerumkleide, weißt du was? I'm just gonna do it. Vor allem, meine Sache war halt, ich habe dann schon meine Namensänderung durchgeführt und ich dachte mir, im allerschlimmsten Fall zeige ich meinen Ausweis her und da steht auch schon mein richtiges Geschlecht halt drinnen und alles. Also ganz ehrlich, wenn irgendwas sein sollte, dann stehe ich bei der Rezeption, zeige das her und dann bin ich nicht der Depperte. Das hat mir natürlich sehr geholfen. Mhm. Ist natürlich nicht so bei jedem Menschen. Also nicht jeder Mensch hat das Privileg, seine Namensänderung so früh durchzuführen wie ich oder möchte es so früh durchführen wie ich. Und es sollte eigentlich auch nicht diese Angst geben, dass man das jetzt denkt. Aber tatsächlich habe ich in der Männerumkleide nie negatives Feedback bekommen. Ich glaube, die haben einfach nicht geschaut, das war ihnen komplett wurscht. Und ich finde aber, das sagt doch schon extrem viel aus über unsere Gesellschaft. Also es sagt auch schon extrem viel aus, wie viel Angst in den Köpfen von Frauen ist. Genau. Und wie viel Wurschtigkeit in den Köpfen von Männern ist, wie viel Privilegien sie eigentlich haben, dass es ihnen wurscht sein kann. Aber ich habe schon Freunde gehabt, die noch nicht zu 100% nach außen als männlich gelesen wurden. Und die wurden dann aber als, ja, gut, Triggerwarnung machen wir am Anfang. Sie wurden dann halt einfach beschimpft. In der Männergarderobe? In der Männergarderobe, ja, okay. Genau. Sie wurden dann als schwul beschimpft und die haben sich dann aber gefreut, weil sie sich gedacht haben, hey, zumindest werde ich als Mann gelesen. Ja. Wahnsinn. Genau, das sind unsere Gedanken, also mit sowas, ja, genau. Aber natürlich kann ich mich halt noch immer nicht wirklich bei den Männern umziehen. Also ich kann mein Top nicht ausziehen. Ich kann erst recht nicht meine Hose ausziehen. Kannst also nicht duschen gehen. Ich kann nicht duschen gehen. Gar nichts, genau. Mhm. Und ich habe ja dann eben das Gym trainiert, wo ihr auch trainiert. Und habe dann eben gefragt, ob es da eine Möglichkeit gäbe,
irgendwie was, irgendeine Lösung zu finden einfach für dieses Problem. Also mein Ansatz wäre einfach gewesen, geschlossene Duschen, weil ich mir einfach denke, dann ist es ja komplett wurscht, da kann ich eben bei den Männern normal duschen. Das hat sich als ein bisschen schwierig herausgestellt, also von der Organisation her. Und mir wurde dann angeboten, dass ich die Mitarbeiterumkleide verwende und die Mitarbeiter dusche, was eigentlich eine sehr nette Lösung war. Aber gleichzeitig ist es dann halt immer noch so, ich bin nicht der Einzige. Und man kann nicht für alle die kleine Mitarbeitergarderobe und kleine Mitarbeiterdusche verwenden. Mhm. Und man fühlt sich dann schon ein bisschen auch wie ein Außenseiter. Also es sollte ja nicht so sein, dass ich Special Treatment bekomme, sondern dass ich einfach dazugehöre. So mein Gedanke irgendwie. Aber es ist halt ziemlich schwierig zu lösen mit der heutigen Gesellschaft, wo alles einfach eingeteilt wird. Ja, voll. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in anderen Gyms vielleicht noch schwieriger ist als im Bathroom jetzt zum Beispiel. Absolut. Weil da stelle ich mir richtig vielleicht also zu blöd gesagt, jetzt wenn ich an das Studio denke, wo ich selbst gearbeitet habe, das war halt so ein kleines Dorfgym eigentlich, ja. Mit 600 Mitgliedern so. Also das war halt wirklich, also 600, von denen 100 nur trainieren gegangen sind. Also es war halt wirklich, wirklich klein. Und da hätte sowas, also da hat es keine Mitarbeiterdusche, Mitarbeiter-WC oder sowas in die Richtung gegeben, nicht. Also da maximal das Solarium, was halt dann noch absperren kannst, aber das ist ja auch keine Lösung, obviously. Ja, es ist auch, ich war ja auch Studioleiter im Clever für den 10. und ich habe gerade überlegt, wie ich mit so einer Situation umgegangen wäre. Und ja, ich hätte wirklich keine Räumlichkeiten gehabt. Ja, es gilt halt auch einfach, mehr Aufklärung zu schaffen für alle anderen, anstatt die Personen selbst zu, mir fällt kein deutsches Wort ein. Sag's auf Englisch. It's okay. To alienate the other people, weil... Ja, es ist nun mal nicht so ein kleines Problem, wie alle denken. Also ich kenne halt einfach schon sehr, sehr, sehr viele queere Menschen. Und wenn man sich nicht in dieser Bubble bewegt, natürlich sehe ich es dann nicht. Aber es gibt uns und es gibt viele von uns. Und es ist einfach keine Lösung. Es ist keine Lösung, uns ein bisschen so beiseite zu schieben. Absolut. Vor allem, weil es ja auch gerade, ich finde auch jetzt in der Pandemie sehen wir einfach, wie wichtig es auch ist, dass man sich bewegt. Körperliche Betätigung und da, also es ist ja Fitnessstudio, sollte für alle problemlos zugänglich sein. Und da wäre es eigentlich schon ganz cool, wenn man halt anfängt, Studios zu planen, dass man das dann quasi dann versucht, entsprechend umzusetzen, dass halt die Duschen quasi trennbar sind. Ich weiß, im Homesplace sind die Duschen sogar getrennt. Okay. Da sind Türen, das weiß ich. Ja, ich habe einer Freundin aus Amerika das erzählt, dass die Duschen bei uns eben offen sind. Und sie hat gesagt, was? Bei uns sind alle geschlossen. Also anscheinend dürfte das ein europäisches, österreichisches Problem sein. Ich wollte gerade sagen, ja, es ist halt Nacktheit generell akzeptiert. Also wenn man erzählt, dass wir FKK-Strände haben, die sind ganz also im öffentlichen Bereich. Ja. Ich habe absolut kein Problem damit, nackt zu sein. Aber es ist halt einfach... die anderen Leute haben dann halt ein Problem mit mir, weil ein Typ mit Brüsten ist dann halt irgendwie so, was ist das? Also, das ist es ja. Also für mich wäre das absolut kein Problem. Und ich denke, wenn man mehr darüber redet und so, schafft man auch einfach... Eigentlich wäre das Sinnvollste einfach gemischte Garderoben für alle und dann, wir sehen uns alle gegenseitig nackt. Und dann haben wir also ganz ehrlich, das war auch schon so mein Gedanke, weil ich habe wirklich keine perfekte Lösung, aber man könnte eben so gemischte Umkleiden machen und dann einfach für die Menschen, die sich nicht ausziehen wollen, Einzelgarderoben zur Verfügung stellen. Es ist irrsinnig schwer, weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, weil beim Cheerleading zum Beispiel haben wir gemischte Teams. Und weil wir dann vielleicht dann auch immer auf das Thema Sport zum Beispiel zurückkommen, in diesen gemischten Teams ist es sogar tatsächlich möglich, dass trans Menschen dort diesen Sport ausüben. Ja. Weil das sind Frauen und Männer einfach zusammen in einem Team und da ist ja
also wer welche Position dort macht, ist eigentlich tatsächlich komplett Banane. Okay. Und ich weiß auch bei uns, in unserem Mixteam, die teilen sich die Garderobe. Mhm. Ja? Also das ist bei denen komplett normal, dass da einfach Frauen und Burschen die Garderobe sich teilen und sich da halt ganz normal umziehen. Okay, gemeinsam duschen gehen sie nicht. Das ist aber, wir sind auch viele unter 18 noch. Okay, macht Sinn. Macht Sinn, ja. Aber sie teilen sich in die Garderobe und ich weiß, aber trotzdem, wir hatten teilweise auch wirklich Struggles, weil wir quasi von der BSO schon auch die Vorgabe bekommen, dass wir getrennte Garderoben machen müssen. Mhm. Und zum Beispiel auch die weiblichen Trainer dürfen nicht in die Garderobe von den männlichen gehen und die männlichen Trainer dürfen nicht in die Garderobe von den weiblichen gehen. Okay. Es ist, weil ja quasi sexueller Missbrauch und Übergriffe und sowas natürlich auch ein sehr heikles Thema, vor allem auch im Sport ist. Es ist echt schwierig eigentlich. Es ist eh so, und man hat eben, wie du sagst, bestimmte Vorgaben von außen. Da hat zum Beispiel ein Studioleiter auch nicht sehr viel Entscheidungskraft. Mhm. Also es ist halt tatsächlich ein Problem, welches von oben quasi geregelt werden müsste. Ja. Also da kann oft der einzelne Mensch nicht viel machen. Das ist schon klar. Aber eben, es gibt Länder, die haben es halt voll drauf. Mhm. Was Bathrooms, also WCs und so weiter angeht, es funktioniert einfach. Es funktioniert. In Amerika geht das schon recht gut eigentlich, oder? Ich denke, Neuseeland ist auch so ein Beispiel. Okay. Genau. Also ich denke, es geht. Man muss es nur überdenken, man muss eine Lösung finden, man muss es halt ausprobieren. Mhm. Ja. Ja, und du hast eh vorher schon angesprochen, es passiert, also es ist halt auch sehr, sehr viel, dass man, also Education, sage ich jetzt mal, von allen Leuten rundherum, weil ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, wo so dieser erste Berührungspunkt war, wo man halt jetzt zum Beispiel beim Sport, bei den Umkleiden in Mädchen und Burschen halt getrennt wurde. Und das ist ja schon in der Volksschule beim Voll. Umkleiden der Fall, dass halt der männliche Sportlehrer oder im Gymnasium der Sportlehrer, also die Sportlehrerin durfte zu den Burschen rein, aber der Sportlehrer nicht zu den Mädchen beispielsweise. Mhm. Also das sind ja eigentlich so ganz typische, also so wurde es mir ja beispielsweise auch als so beigebracht. Und das war halt ganz furchtbar, wenn das irgendwie zufällig mal vorkam, dass so der männliche Sportlehrer irgendwie einen Blick in diese Garderobe reinmachen konnte. Obwohl, also ja, aber es ist, also ich verstehe ja, wo es herkommt und so weiter. Das ist ja irgendwo... Auch hier das Problem, Cis-Männer. Ja, es ist halt, also es ist echt so. Das wollte ich nämlich gerade hinaus, weil ich eben vor kurzem, also ich habe jetzt gerade die letzten Monate eben sehr, sehr stark angefangen, mich mit dem Thema auch zumindest ein bisschen zu beschäftigen, also als Feminismus als Gesamtes und halt damit natürlich auch so die Probleme, was halt auf Transmenschen ein bisschen zukommen. Bin jetzt bei weitem kein Profi, aber ich habe mich halt jetzt mehr beschäftigt damit. Und da habe ich halt eben so dieses Statement gelesen, dass halt natürlich, wenn jetzt irgendwie so die Angst davor da ist, dass jetzt irgendwie ein also das war ja, also ich muss es ehrlich zugeben, es war in meinen Gedanken ja auch so drin, so irgendwie so, ja, aber da könnte sich ja jeder Mann quasi jetzt einfach sagen, er ist jetzt eine Frau und dann halt so in die Garderobe reinkommen und was auch immer. Und als ich das erste Mal gelesen habe, dass aber dann das Problem ja nicht bei den Transmenschen liegt, sondern wieder bei den Männern, das war so, ja. Das war so, wow. Und im Moment, wo du anfängst, so dich selbst zu hinterfragen, so, warum habe ich das eigentlich gedacht? Ja. So, das ist dann der, da denkst du so, oh wow, oh damn, okay. Ja, voll. Ich habe auch so viele Sachen, ich meine, ich bin auch kein Profi, so absolut nicht, absolut. Ich lerne jeden Tag aufs Neue und ich wurde da quasi halt reingezwungen, weil ich halt trans bin. Musste ich mich halt ein bisschen mit eben dem Lingo und allem befassen. Viele Transmenschen tun das aber absolut nicht. Also es gibt absolut ganz, ganz viele Transmenschen, die das nicht wissen und selbst internalisiert transphob sind, also sich selbst gegenüber, dann Sachen sagen wie, oh, jetzt bin ich ein echter Mann, nachdem er zum Beispiel eine OP hatte, was halt nicht stimmt. So, du warst schon vorher immer ein Mann. Aber es ist einfach in unserer Gesellschaft so stark verankert und ganz, ganz wenig Menschen hinterfragen das. Deswegen finde ich das extrem toll, dass ihr damit jetzt anfangt und das auch in den Podcast mit reinbringt. Ich denke nämlich, dass die Fitnessszene da sehr, sehr viel Aufholbedarf hat. So.
Ja, absolut, weil es ist ja eher auch, wie du schon gesagt hast, es fängt ja schon bei dem an, wie muskulös darf eine Frau sein. Genau. Und also da habe ich schon das Gefühl, dass da gerade in der Fitnessszene da halt eigentlich der Raum für solche Themen noch geschaffen werden sollte. Ja. Wir dürfen eben nicht das Gym als Ausgangslage nehmen, weil sobald man in einem Fitness ist oder so, kommt schon wieder wer her und greift in die Stange rein, weil du halt eine Frau bist und schwach und was auch immer. Also das Gym ist halt schon super, was das angeht und das, was viele Dinge angeht. Aber natürlich, jedes Gym hat einfach Aufholbedarf. Also das passt natürlich, aber es gibt viele Dinge, die nicht passen und man muss einfach sich selbst immer hinterfragen und genau, einfach schauen. Hört jetzt den Hund? Ich habe ihn jetzt gehört. Ich glaube, ich wecke ihn mal kurz auf. Genial. Es ist genauso genial, wie jetzt ungefähr so verlässlich alle 10 Minuten so. Ja, dass die Katze da einmal vorbeigeht. Ja, ich hoffe so sehr, dass sehr, sehr viele ZuhörerInnen auf YouTube da sind, weil man ständig die Katze sieht irgendwie. Ja. Ein Spektakel. Überhaupt nicht ablenkend. Ja. Er sitzt tatsächlich jetzt genau da gerade. Also man sieht ihn nicht, aber er sitzt dann. Ach, so ein Cutie. So süß einfach. Ich will auch eine Katze. Magst du ihn haben? Nein. Ach so, okay, das war mal schnell. Okay. Ja, beziehungsweise, ich habe vor, Ende des Jahres ja länger ins Ausland zu gehen. Also, wir können ja vielleicht einmal... Let's talk. Dann passt, okay. Sehr gut. Perfekt. Super. Na, aber um zu diesem Thema jetzt nochmal zurückzukommen, es ist also gerade Fitnessszene, das haben wir ja schon besprochen gehabt, aber es ist halt trotzdem so, es ist, also ich hätte selbst gedacht, dass die Fitnessszene weiter ist. Und wenn man mal so einen Blick reinwirft, das ist halt, es ist ja auch irgendwo verständlich, weil wenn man überlegt, das ist ja gerade diese Fitness-Bodybuilding-Szene ist natürlich das, wo sich die Menschen tummeln, die vielleicht von Haus aus schon diese Einstellung haben. Also es ist natürlich so, gerade diese Leute, also die Männer, die halt, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, toxisch maskulin sind, weil das sind sie ja natürlich nicht alle, aber es ist halt, es ist irgendwo so, auch eben, wie du schon gesagt hast, so dieses, so um muskulöser sein zum Beispiel, um ein echter Mann zu sein oder sowas in die Richtung. Das sind ja eigentlich so lauter so Kleinigkeiten, die mit Sicherheit der Großteil der Männer hat, die eigentlich in der Fitnessszene sind, ohne dass sie da jetzt irgendwie was, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, oder die meinen auch selbst überhaupt nichts Böses können. Also ja, aber es ist einfach so von der Grundeinstellung, glaube ich, da sehr, sehr groß, sicher in anderen Sportarten auch. Aber gerade so da jetzt. Ding ist, ich denke, man darf das schon sagen. Man darf halt schon sagen, dass toxische Maskulinität ein Problem ist und man darf halt schon sagen, alle Männer, weil zum Beispiel ja dann oft kommt so not all men, aber doch alle Männer, weil es ist ein strukturelles Problem. Und wenn du als Mann sagst, ja, aber ich bin ja nicht so, ja, aber du profitierst trotzdem vom System. Also klar, bist du vielleicht ein super Typ und keine Ahnung, bist respektvoll gegenüber Frauen oder was auch immer, aber du profitierst trotzdem vom System. Bist trotzdem privilegiert. Also vor allem, wenn du cis und weiß bist, ist es einfach so. Und deswegen finde ich schon, kann man das so sagen. Mhm. Ja, voll. Jetzt habe ich kurz den Faden ein bisschen verloren, aber es war ein wertvolles Ding mit reinzubringen. Ich glaube, wir können aber kurz in das Thema mit dem Wettkampfsport auch ein bisschen weitergehen. Also du hast ja vorher schon gesagt, dass es dich in die Powerlifting-Richtung treibt, sagen wir mal so. Aber dass du ja nicht in Wettkämpfen antreten kannst. Was soll wahrscheinlich einfach, oder hast vorher, glaube ich, schon kurz erwähnt, oder? Täusche ich mich da gerade? Genau. Hast du gesagt. Gut. Was halt einfach an der strikten Einteilung von Frauen und Männern in den Klassen quasi liegt, ist es wirklich, ist es bei jedem Wettkampf so? Gibt es da gar keine Möglichkeit für dich irgendwie zu sagen, du könntest irgendwo antreten? Ja, also ganz ehrlich, habe ich mich noch nicht gar so viel jetzt damit befasst, weil es jetzt einfach eben auch wegen Pandemie und so gar nicht jetzt da in Frage gekommen ist. Aber das Ding ist halt, ich weiß, dass es bei ganz vielen, es ist halt oft so, dass zum Beispiel ein Cis-Mann, der eine Hormonersatztherapie gemacht hat, darf zum Beispiel ja auch nicht mehr antreten, weil er ja quasi gestopft hat oder so. Mhm. Und das wäre ja bei mir dann auch der Fall. Also
ich nehme ja auch externe Hormone zu mir. Also das kommt ja noch dazu. Nicht nur das, dass ich nicht einzuteilen bin, in weder männlich noch weiblich, sondern halt auch das. Aber ich denke, dass ich noch eher die Chance habe, bei einem Wettkampf mitzumachen als eine Transfrau, weil Transfrauen wird halt immer gesagt, dass sie ja als Männer geboren wurden und deswegen stärker sind. Es gibt leider noch viel zu wenig Studien zu dem Thema, aber die Studien, die es gibt, zeigen halt ganz stark, dass es absolut keine Vorteile gibt. Also wenn man 2 Jahre auf Hormontherapie ist, egal ob Frau, Transfrau oder Transmann, keiner der beiden hat signifikante Vorteile. Wenn, dann Nachteile. Also Transmänner haben eher Nachteile. Ja. Ja. Wie gesagt, mein Hormonlevel kommt nicht mal ansatzweise an das ran. Und Kraft hängt ja von ganz, ganz vielen Faktoren an. Man kann es ja nicht nur vom Hormon, also Testosteron, her ableiten. Es sind ja ganz, ganz viele Faktoren, Genetik etc. Also, ja. Wobei es wahrscheinlich vielleicht auch wieder Sportarten gibt, wo es dann von Vorteil ist, wenn ich dann denke, zum Beispiel Pferderennen, wo es dann von Vorteil ist, wenn man eher klein ist und wenig wiegt. Da könnten dann, glaube ich, schon auch Transmänner gewisse Vorteile haben. Ich denke mal halt. Oder Skispringen. Ich denke mal halt, dass die ganze Einteilung blöd ist, weil wie du gesagt hast, es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Menschen auch. Also es gibt ja nicht nur kleine Frauen, es gibt auch große Frauen, es gibt auch dicke Frauen, ja, es gibt absolut. Männer, dünne Männer und so weiter. Also jeder Mensch ist einfach anders. Und klar, es wird auch in Gewichtsklassen und so eingeteilt, aber es reicht halt einfach nicht. Also es ist halt wirklich schwierig und ich bin kein Profi, aber es gibt Menschen, die sich damit befassen und es gibt Menschen, die halt schon ganz, ganz viel darüber wissen. Und ich denke, wenn sich einer mal hinsetzen würde und ein gescheites Konzept ausarbeiten würde, dann ginge das schon. Und man schließt ja eigentlich ganz, ganz viele Menschen aus. Also das, was ich tagtäglich sehe, ist, dass Cis-Menschen Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Ihr habt genau vor dem Angst, was mir tagtäglich passiert. Also, und dann viele sagen so, ja, aber das ist eine Minderheit und quasi zahlt sich so nicht aus oder sowas. So, egal wie wenig Leute es sind, niemand sollte ausgeschlossen werden, ist einmal das Erste. Und zweitens, wenn du alle zusammenzählst, alle nicht-binären Menschen, alle Transmänner, alle Transfrauen, so, kommt ganz schön viel zusammen. Also so wenig ist das halt wirklich nicht. Und das Ziel wäre einfach, etwas zu entwickeln, wo das Geschlecht total egal ist. Weil ich möchte jetzt auch nicht mich entscheiden müssen, ob ich jetzt bei den Frauen oder bei den Männern mitmache. Weil oft ist es ja doch ein Zwangsouting. Also bei vielen Menschen sieht man es ja nicht von außen, welches Geschlecht sie haben. Und wenn sie sich dann aber irgendwo entscheiden müssen, dann sind sie zwangsgeoutet, weil dann sagen sie ja, das bin ich. Also es gibt viele, viele Probleme mit diesem System und ja. Es wäre, also so jetzt ein ganz, also ist jetzt nur so ein Gedanke, aber wäre es nicht eigentlich ganz einfach gelöst, indem man zum Beispiel jetzt im Powerlifting ist es halt wirklich so, dass man halt einfach sagen würde, man macht halt einfach nur mal zusätzlich eine Gesamtwertung, wo halt dann Frauen und Männer und nicht-binäre Menschen und Transmenschen einfach zusammen in diese Wertung geworfen werden, sodass halt zumindest mal alle mitmachen können quasi. Das wäre ja eigentlich so die einfachste Lösung, oder? Also kann auch sein, dass das jetzt wieder seine Flaws hat, aber das wäre zum Beispiel so, dass man halt einfallen würde, weil wenn man zum Beispiel sagt, also das ist jetzt, ich will jetzt da um Gottes Willen nicht irgendwie sagen, dass man jetzt irgendwen ausschließen sollte oder so, um Gottes Willen. Aber ich stelle es mir halt super schwierig vor, weil das Ding ist zum Beispiel ja auch, wie du es, wenn du sagst, du machst jetzt zusätzliche Klassen, wie du das dann zum Beispiel wieder einteilst, weil es ist ja wieder zum Beispiel was anderes, wahrscheinlich, ob jetzt wer Transition hat mit, ich sage jetzt mal 30 und davor schon 15 Jahre trainiert hat und erst dann Hormontherapie beginnt beispielsweise, um jetzt eine Transfrau zu sein, oder ob das wäre mit 12 wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber du weißt, was ich meine, also halt vor der Pubertät eigentlich sogar schon beispielsweise gemacht hat, das macht ja dann jetzt so auf körperlicher Ebene wahrscheinlich schon einen Unterschied, ist jetzt auch nur so in den Raum geworfen, das sind nur so meine Gedankengänge gerade. Ich glaube, man müsste auch sehr stark unterscheiden, ob es Breitensport oder Spitzensport ist.
Weil ich glaube, im Breitensport wird das dann noch eher recht schnell umsetzbar sein. Aber sobald es in den Spitzensport geht, ist das dann schon wieder ein sehr, sehr heikles System. Vor allem, weil im Spitzensport auch wirklich extrem viel Geld und Förderungen dahinter ist. Und dass da, glaube ich, das dann auch sehr schwer ist, dann noch solche Klassen einzuführen. Es ist schwierig, aber wenn man jetzt zum Beispiel... Also das System ist ja nicht nur für Transmenschen flawed, sondern auch für Cis-Menschen. Es gibt ja diese Läuferin, die einen sehr, sehr hohen Testosteronwert hat. Und sie wurde schon oft disqualifiziert, weil sie einfach so einen hohen Testosteronwert hat. Und sie stoppt halt einfach nicht. So, das ist halt einfach so. Ja. Es ist halt einfach ein Problem. Und es gibt natürlich auch Intersex-Menschen. Also ich denke sogar, dass sie Intersex ist, aber ich weiß es nicht. Was machen wir dann? Also. Ja, voll. Wir haben es ja auch schon mit der Siri gesprochen. Es ist ein super komplexes Thema. Ja. Und schwarz-weiß geht da sowieso mal gar nichts. Ja, aber das ist es jetzt gerade leider. Ja. Voll. Stimmt. Ja. Definitiv. Also wir werden in diesem Podcast jetzt auch wahrscheinlich nicht die Lösung finden. Weil Nein. Aber es ist wichtig, dass es einfach mal den Leuten ein bisschen so ins Bewusstsein, in den Kopf gepflanzt wird und dass die Leute einfach mal versuchen, über das Thema drüber nachzudenken und vielleicht hier und da mal so eine andere Perspektive dann auch entwickeln können. Weil ich glaube, so kann man dann noch am ehesten wirklich bei der Gesellschaft ein bisschen was verändern. Nicht ihnen sagen, was richtig und was falsch ist, sondern einfach nur selber zum Nachdenken. Über das Thema reden und dass sie halt selber mal drüber nachdenken und sich mal selber reflektieren. Ja, voll. Ich finde es eh auch, also ich habe es auch am Anfang gesagt, es ist teilweise viel, viel schwerer, dir selber einzugestehen, dass diese Rollen tatsächlich Rollen sind und dass du da diese Rollen nicht entsprechen musst. Ich glaube, das ist für jede einzelne Person schon mal eine sehr große Herausforderung. Ich glaube, eben Sira hat mal einen Post darüber gemacht, fand ich richtig super. Und ich glaube, das war auch der allererste Post, den ich von Sira gesehen habe, wo es darum ging, dass jeder Mensch mal in seinem Leben oder ihrem Leben sein oder ihr Gender hinterfragen sollte. Und das fand ich halt wirklich super, weil es stimmt, wenn mehr Menschen einfach das eigene Gender hinterfragen würden, das eigene Geschlecht, dann würde schon einfach mehr, würde man sich einfach mehr Gedanken machen. Also viele würden dann sagen so, nein, passt eh, ist ja alles okay, super, das passt für dich. Aber vielleicht denken sich dann manche Leute so, naja, eigentlich, und dann fangen diese ganzen Rollenbilder an, von denen ihr gerade geredet habt, so, na eigentlich, aber das passt ja voll nicht. Na eigentlich, keine Ahnung, trage ich nicht gern rosa Tütüs oder irgendeinen Blödsinn. Ja, genau. Also, kann schon sein. Noch ganz kurz, weil du, Meli, vorher gesagt hast, man kann ja irgendwie so eine Art Gesamtwertung machen oder was auch immer. Mir wurde auch schon mal vorgeschlagen, dass ich quasi einfach so mitmache und dann nicht in die Wertung aufgenommen werde, aber einfach nur mitmache, um mitzumachen. So, das ist aber auch nicht der Point. So, the point ist, dass ich halt doch mitmach, like properly. Ja, voll. Ja, drum habe ich aber auch gemeint, eben in so einer Gesamtwertung, weil so als Gaststarter und nicht mit, also das verstehe ich, dass man da keinen Bock drauf hat, weil das ist irgendwie, also es ist blöd. Dann hätte ich auch keinen Bock drauf, wenn ich einen Wettkampf mache und dann nicht in die Wertung mit reinkomme. Aber eben so so mit einer Gesamtwertung kann ich mir schon vorstellen, dass es eventuell funktionieren könnte. Voll. Genau. So, dann würde ich sagen, weil wir sind jetzt eh schon so ein bisschen bei dem Thema, so das, was du jetzt angesprochen hast, so dass jetzt jeder vielleicht so mal ein bisschen das hinterfragen sollte, um einfach nur mal so seine eigenen Denkmuster da ein bisschen so reinzubekommen. Jetzt aber nochmal so auf dich bezogen und auf was vielleicht so diese ganz konkrete Veränderung ein bisschen angeht. Gibt es irgendwas, wo du wirklich sagst, das würdest du dir so wünschen oder irgendwas, wo du sagst, damit wäre mir voll geholfen, um dich einfach mehr gesehen zu fühlen, mehr akzeptiert zu fühlen, irgendwie mehr willkommen zu fühlen in einem Gym jetzt zum Beispiel, dass Eve zum Beispiel vorher schon gesagt, in der Garderobe einfach nicht angesprochen werden und solche Dinge. Aber hast du vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mega, mega cool, wenn vielleicht auch jetzt unsere ZuhörerInnen, wenn sie mal in so eine Situation kommen, was besser machen können, als es sonst gemacht wird? Also ich denke, sehr viel wäre geholfen, generell mehr
Zivilcourage. Also wenn man sieht, dass irgendwie was nicht läuft oder dass es irgendwie deppert angeredet wird oder dass man einfach eingreift, dass man einfach sagt, hey, nein. Oder im Gym zum Beispiel wäre es halt richtig cool, wenn man anfängt, alle anderen aufzuklären. Also wenn man zum Beispiel, ich denke, wenn es mein Gym wäre, würde ich so eine Art Zettel aushängen und irgendwie einfach draufschreiben, so jeder ist hier willkommen oder keine Ahnung, irgend sowas einfach aufzuklären. Ich weiß nicht, aber es ist halt wirklich schwierig, weil manche Menschen wollen halt einfach nicht gesehen werden, wollen halt einfach dazu passen. Ich zum Beispiel habe gar kein Problem damit, dass Leute wissen, dass ich trans bin, aber viele Leute möchten das nicht. Also es ist einfach eine sehr, sehr individuelle Lösung. Man muss einfach irgendwas finden. Aber es fängt einfach damit an, dass einfach jeder drüber nachdenkt, einfach sich jeder educated und jeder mal sagt, okay, seine eigenen Privilegien checkt und sagt, okay, ja, ich darf bei Wettkämpfen mitmachen, aber diese Person nicht. Wieso fühle ich mich dann bedroht, zum Beispiel? Ja, einfach solche Dinge. Und ich meine, ich denke nicht, dass das jetzt ein transspezifisches Problem ist, aber einfach von diesen Rollenbildern entfernen. Keine rosa Kurzhanteln, bitte nicht. Word. Ja. Jetzt, es ist jetzt eine Frage ist mir jetzt auch eingefallen, weil du jetzt eh gesagt hast, mit dem Gym beispielsweise. Das ist jetzt eine Frage, die ist natürlich sehr das Gym-spezifisch und alle, die nicht dort waren, kennen sich nicht aus. Aber auf den Umkleiden stehen ja, auf den Frauenumkleiden sehr, sehr, sehr viele Worte für weibliche Geschlechtsorgane und auf der Männerseite sehr viele Worte für männliche Geschlechtsorgane. Das habe ich tatsächlich angesprochen. Das ist ja tricky, oder? Also es ist eigentlich schon ein bisschen problematisch. Das habe ich tatsächlich angesprochen, aber das ist halt einfach lustig. Okay. Das Ding ist halt, wenn man nicht von dem Gedankengang weggehen kann, dass nicht alle Männer einen Penis haben und nicht alle Frauen eine Vulva, wenn man das schon nicht sehen kann, dann wird es halt schwierig, dass mit der Person zu besprechen. Also ich hätte zum Beispiel das komplett weggetan, weil es ist ja komplett egal. Also Genitalien sind ja sowas von egal. Ich hätte zum Beispiel irgendwie was draufgeschrieben, wie, keine Ahnung, Männer dürfen auch weinen und eben genau solche Sachen, wie eben Rollenbilder total zerfetzen oder Frauen sind... Geil. Das wäre echt cool. So Frauen sind stark und Frauen sind, keine Ahnung, was auch immer. Also Frauen dürfen schwitzen und stöhnen. Es dürfen schützen, stöhnen, dürfen, keine Ahnung, stinken, was auch immer. Männer dürfen weinen. Also das wäre richtig cool eigentlich. Voll. Das, ja, vielleicht machen wir mal irgendwie eine Petition und dann ein bisschen Unterschriften sammeln für sowas oder so. Das wär cool. Würde ich. ja. Genau. Und eine letzte Frage habe ich jetzt noch an dich. Und zwar ist es jetzt auch eher so für unsere ZuhörerInnen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, hey, irgendwer kommt zu dir, hat negative Erfahrungen in Fitnessstudios gesammelt, im Kraftsport gesammelt oder einfach generell jetzt als Transmensch irgendwie fühlt sich ein bisschen lost oder sowas. Hast du irgendwelche Anlaufstellen, an die sich die Leute irgendwie ein bisschen wenden können? Hattest du in der Vergangenheit irgendwelche Anlaufstellen, wo du sagst, das hat mir echt viel gebracht, dass ich da hingehen konnte? Oder vielleicht auch irgendwelche Instagram-Profile, die dir sehr geholfen haben? Einfach irgendwas, um den Leuten da ein bisschen zu helfen. Ja, voll. Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass man sich connectet, dass man einfach auch selbst Menschen kennenlernt, die auch trans sind, weil das hat mir im Endeffekt am allermeisten geholfen. Es gibt schon eine Organisation, die heißt Courage, die ist spezialisiert darauf und die hilft auch bei zum Beispiel den ganzen Begutachtungen, die man sammeln muss für die Hormontherapie und Mastektomie und so weiter. Also die sind ganz super. Aber im Endeffekt gibt es einfach viel zu wenig und es läuft darauf hinaus, dass man sich einfach gegenseitig unterstützen muss, was geht. Und ja, Instagram-Profile. Deins. Meins natürlich, Siras natürlich.
so ganz unterschwellige Werbung. Nein, aber es gibt zum Beispiel auch eins, das mag ich voll gern, das klärt auf, aber das ist Englisch, also für den deutschsprachigen Raum fällt mir gerade leider wenig ein. Aber der heißt Pink Mantaray, glaube ich, auf Instagram. Aber das, ja, kann ich euch ja dann noch schicken, wenn ihr wollt. Ja, kann man da noch anführen, dann bei Infoding. Genau. Also ich denke, dass diese Person richtig cool ist, weil die bringt alles sehr auf den Punkt. Und alles, was ich hier gesagt habe, ist extrem grob. Und auf seinem Profil ist alles sehr ins Detail und wirklich, wirklich cool und spannend. Na cool. Sehr, sehr cool. Ja, cool. Ja. Dann würde ich sagen, wir rounden dieses Thema jetzt ab, wenn wir schon im Englisch drin sind. René, wenn die Leute dich finden wollen auf Instagram, sich mit dir connecten wollen, vielleicht auch deinen Podcast hören wollen. Weil wo es vielleicht gerade ein bisschen still ist, aber du hast deinen. Ja. Magst du da vielleicht einfach kurz darauf hinweisen, wo dich die Leute finden, und wir werden das dann natürlich auch verlinken in der Infobox. Ja, also ihr könnt mich unter René_Squats auf Instagram finden. Und das war es eigentlich auch schon. Also ich bin am aller aktivsten auf Instagram. Ich habe zwar auch einen TikTok, aber ich glaube, da heiße ich auch René_Squats, aber da ist auch nicht viel. Und ja, ich habe einen Podcast, aber der ist, wie du gesagt hast, gerade ein bisschen stillgelegt, weil ich umgezogen bin. Also schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, wer auch immer jetzt zuhört, könnt ihr mir gerne schreiben, wenn noch Fragen offen sind und so. Alles, was auf respektvoller Ebene passiert, würde mich freuen. Sehr cool. Vielen, vielen lieben Dank. Und wie gesagt, danke, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wirklich auch, Petra hat das eh vorher schon gesagt, dass du mit uns über dieses Thema sprichst. Das ist ein Thema, wo man natürlich, wenn man so ein bisschen Berührungspunkte hat damit, aber jetzt nicht sonderlich viel, auch oft nicht weiß, was darf man jetzt fragen, was eher nicht oder so. Weil natürlich man will ja nie Gefühle verletzen oder sowas. Und dann traut man vielleicht halt oft nicht. Und deshalb finde ich es sehr, sehr, sehr cool, dass du da uns gegenüber jetzt so offen warst und dass du unsere HörerInnen auch so offen warst jetzt, weil es ist natürlich doch eine kleine Community, die dazuhört. Ja. Und ansonsten, wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, dann macht an dieser Stelle jetzt einen Screenshot. Oh mein Gott, yes. Haut's in eure Instagram-Story und markiert uns mit René_Squats, Petra Anderlein-Prette, Melanie Mut, ihr wisst Bescheid. Ansonsten, danke René. Danke euch. Vielen, vielen Dank. War eine richtig coole Folge und hat mega viel Spaß gemacht. Mir auch. Sehr cool. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Gute Nacht. Mahlzeit. Mahlzeit. Happy Gym Opening. Happy Gym Opening. Yes, bald. Bald ist es soweit. An die österreichischen Zuhörer, muss man dazu sagen. Ja. Und an die deutschen ZuhörerInnen. Habt Geduld. Engen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr schafft das. Es wird sicher bald auch bei euch kommen. Durchhalten. Ganz sicher. You got this. Yes. Gut, Derry. Wiederhören.